Gentlemen, wie gefällt es euch hier? Es wird uns sicher reichen. Doch unser Ziel muss es sein, uns noch weiter zu verteilen. Unter den Menschen, die wir schützen, zu leben und zu wirken, so wie Altair ibn La'ahad es uns lehrte. Nun, bis es soweit ist, nutzt es nach Belieben. Edward, Captain Woods Rogers Wunden sind verheilt. Er ist wieder zurück in England, entehrt und verschuldet. Bleibt aber gefährlich. Das erledige ich bei meiner Rückkehr. Ihr habt mein Wort. Namt Ann. Edward. In den nächsten paar Monaten segle ich nach London. Es wäre mir eine Ehre, wenn du mitkämst. England ist die falsche Richtung für eine Frau aus Irland. Bleibst du hier bei den Assassinen? Nein, ich habe nicht die Überzeugung im Herzen. Und du? Irgendwann, ja. Wenn mein Geist zur Ruhe kommt und mein Blut sich abkühlt. Schiff voraus! Es nähert sich der Bug! Du bist ein guter Mann, Edward. Und wenn du es einst länger als eine Woche an einem Ort aushältst, bist du auch ein guter Vater. Oh, oh, the money that e'er I had, I spent it in good company. And all the harm that e'er I've done, alas, it was to none but me. And all I've done for want of wit, to memory now I can't recall. So fill to me the parting glass. Good night. Joy be with you all. Oh, all the comrades that e'er I had, their song. Und sie nieder, raus aus dem Wind! Alle Segel, sie verträgt das! And all the sweethearts that e'er I've loved, they'd wish me one more day to stay. Pater, but since it falls unto my lot, that I should rise and you should. Nein, erst als ich Bristol verlassen hatte. Ah, als du Mom. Ich hab deine Mutter nicht. Ich ging jedenfalls nicht ohne Verabschiedung. Es war eine Abmachung, weißt du, zwischen deiner Mutter und mir. Sie sagte was anderes. Sie sagte, du sparst immer davon, ein Boot zu segeln und in der neuen Welt reich zu werden. Ich wollte immer ein Schiff segeln. Das stimmt. Aber nicht zum Spaß, sondern für uns, damit sie versorgt ist. Und du? Ich nicht. Mom sagte, du wusstest nichts von mir. Du hättest nur einmal im Jahr geschrieben und sie hätte nie gewusst, wo du gerade warst. Das ist wahr und es tut mir sehr leid. Hätte ich es früher gewusst, wer weiß. Vielleicht wäre ich gekommen. Ich hoffe, das wäre. Nun, du hattest zu tun. Da bin ich sicher. So war es doch. Das wäre egal gewesen. Kann ich dein Boot steuern? Boot? Ich sehe kein Boot hier. Du etwa? Ich meinte Schiff. Das weißt du doch. Ich sehe da sowieso keinen Unterschied. Ah, dabei ist es ganz einfach, Jenny. Ein Schiff kann ein Boot tragen. Aber ein Boot kann kein Schiff tragen. Na,
Dann ist doch alles ein Schiff. Ob groß oder klein, außer mein Spielzeugboot. Das, mit dem ich immer baden gehe. Das hast du sehr klug beobachtet. Ist es schwer, über Caroline zu reden, Jenny? Über deine Mutter? Nein. Sie starb vor vielen Jahren. Sie fehlt mir sehr. Doch das geht schon. Hatte sie Schmerzen? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Sie war eine ganze Weile sehr glücklich. Dann nicht mehr so sehr. Da habe ich sie kaum noch gesehen. Und dann war sie fort. Das tut mir leid. Tut mir leid, dass ich nicht für dich da war. Ach, schon gut. Jetzt bist du hier. Und wir erleben Abenteuer. Aber nur ein ganz kleines, hoffe ich. Ich vertrage keine großen Überraschungen mehr. Glaubst du, wir sehen ein Wal? Ja, das ist sehr gut möglich. Und was ist mit Piraten? Werde ich Piraten sehen? Nein. Das ist sehr unwahrscheinlich, denke ich. Oh, das ist schade. Ich hätte so gerne einen gesehen. Ich sag dir was, Jenny. Sobald sich der Wind etwas gelegt hat, darfst du die Jackdaw steuern. Ein Abstecher ans Ruder, bevor es dunkel wird. Oh ja! Miss Jennifer Kenway, darf ich mich euch vorstellen? Jennifer Scott, wenn's recht ist. Verzeihung, ich... Meine Tochter wuchs bei ihrer Mutter auf, Caroline, bis sie vor ein paar Jahren verstarb. Jenny zieht ihren Namen dem meinen vor. Ah, verzeiht meine Unkenntnis. Ich schon, sie vielleicht nicht. Vater, hilf mir! Der kleine Rotzlöffel dagegen ist ein Kenway. Was ist los, Hatham? Ich kann die Bühne nicht sehen. Hoch mit dir. Besser so? Ja, doch wird dein Arm nicht müde? Hey, so alt bin ich noch nicht. Und falls ich ermüde, können wir ja gehen und deine Mutter treffen auf eine Schokolade bei White's. Wie klingt das? Ja, bitte. Gut, still jetzt.